Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute habe ich ein super einfaches Bulma-Rezept für euch. Das ist eine Sorte Baklava. Eine Abonnentin hatte mir geschrieben, wie wäre es, wenn du endlich auch mal etwas Süßes reinstellen würdest. Ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, dass ich einen Torten- und Kuchenkanal extra habe. Dort gibt es wöchentlich richtig einfache, leckere Kuchentortenrezepte. Den Link dazu findet ihr unter jedem Video in der Infobox. Und der Kanal heißt Meine Torten- und Kuchenwelt. Schaut unbedingt da rein. Kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Zuerst werde ich den Zuckersirup vorbereiten, damit es auskühlen kann. Dafür habe ich 5 Gläser Zucker und 5 Gläser Wasser genommen. Wichtig ist dabei, dass ihr 1:1 nimmt. Meine Gläser nehmen ungefähr 200 ml Wasser auf. Dann brauchen wir Saft eine Viertelzitrone. Ich gebe das Wasser jetzt über den Zucker, vermische das einmal und lasse es aufkochen. Nach 15 Minuten gebe ich Zitronensaft hinein und lasse es dann weitere 30 Minuten kochen, damit das ein bisschen dickflüssiger werden kann. Ihr seht, das ist ein bisschen dickflüssiger geworden. Jetzt mache ich den Herd aus und lasse es auskühlen. Für den Teig brauchen wir 200 ml lauwarme Milch, 100 ml Öl, 100 Gramm Joghurt, eine Prise Salz, ein Ei, 2 Esslöffel Essig und Mehl nach Gefühl. Ich habe genau 850 Gramm genommen, es kann sich aber je nach Mehlsorte unterscheiden. Außer das Mehl habe ich alle Zutaten in eine Rührschüssel hineingegeben und gebe dann so einen halben Teelöffel Backpulver noch dazu. Vermische alles, nach und nach gebe ich das Mehl hinein und bereite den Teig vor. Nächste Woche ist unser Ramadan-Fest und deswegen habe ich gedacht, dann kann ich euch heute ein Baklava-Rezept zeigen. Das muss so ein geschmeidiger Teig werden. Ich werde den Teig jetzt so eine halbe Stunde ruhen lassen. Daraus könnt ihr dann 2 Blech backen. Ich werde das in diesem runden Tepsi backen. Die haben dann einen Durchmesser von 40 cm. Für die Füllung brauche ich 500 Gramm Walnüsse, die werden dann gemahlen und 250 Gramm Butter. Die Walnüsse werden nicht sehr fein gemahlen. Ich mag das lieber, wenn sie ein bisschen grob sind. Der Teig ist auch sehr schön geworden. Jetzt werde ich aus dem Teig richtig kleine Bällchen vorbereiten. Die sind dann so groß wie ein Ei. Den Link von meinem Tortenkanal, meine Torten- und Kuchenwelt, findet ihr auch hier unter diesem Video in der Infobox. Es wäre super, wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch die aktuellen Rezepte nicht. Ich habe die einzelnen Bällchen mit reichlich Speisestärke so klein wie ein Kuchenteller ausgerollt und immer je 10 Stück übereinander gestapelt. Auf meinem Tortenkanal gibt es nur schnelle, praktische Kuchentortenrezepte. Das letzte Rezept war Erdbeerkuchen ohne Backen und heute findet ihr Bananentiramisu, auch super einfach. Ihr müsst aber wirklich viel Stärke zwischen den einzelnen Blättern haben, sonst kleben die miteinander. Ich habe dieses Video auch als Anlass genommen, um euch den Tortenkanal vorzustellen. Jetzt rolle ich mit einem Nudelholz 10 Blätter auf einmal aus. Das geht auch wirklich einfach. Ihr müsst dann zwischendurch einmal umdrehen, damit die Blätter unten auch ausgerollt werden. Mit dieser Technik werden die einzelnen Blätter richtig dünn, als hättet ihr das mit Oklava einzeln ausgerollt. Dadurch, dass wir mit viel Speisestärke gearbeitet haben, kleben die einzelnen Blätter nicht miteinander. Dann brauchen wir Öl. Auf jedes Jufka gebe ich dann so ungefähr 2 Esslöffel Öl und reichlich Walnüsse und roll mein Jufka mit Oklava mit diesem dünnen Holz ein und einmal einkräuseln. Das geht wirklich alles sehr, sehr leicht und dann könnt ihr das einfach rausziehen. Das kommt dann auf ein Blech, auf ein Tepsi, welches ihr schon vorher eingefettet habt. Und so könnt ihr dann weiterverfahren, bis alle Jufkas alle werden.
Das ist eine sehr einfache Methode. Normalerweise werden einzelne Blätter mit Oklava ausgerollt. Das ist dann für Anfänger, die dann mit Oklava nicht umgehen können oder nicht ausrollen können. Die müssen natürlich auf ein Baklava oder Burma-Rezept nicht verzichten. Und das ist eine andere Sorte von Baklava, wir nennen das Burma. Die werden richtig knusprig. Ich habe mein Burma jetzt in ein Tepsi platziert und habe in der Zwischenzeit 250 Gramm Butter zum Schmelzen gebracht. Das Wichtigste, worauf ihr hier achten müsst, wenn die Butter geschmolzen wird, dass man dann oben den Schaum unbedingt abnehmen muss, sonst brennt das beim Backen an und das sieht auch nicht sehr schön aus. Die Butter ist lauwarm, dann wird das im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 1,5 Stunden gebacken. Ich mag das gerne, wenn das knusprig ist. Wenn ihr das nicht so gerne knusprig haben möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch nur 1 Stunde und 15 Minuten backen. Jetzt habe ich das aus dem Ofen rausgeholt. Am Ende jedes Videos gebe ich euch dann Tipps und Tricks, worauf ihr achten müsst. Bei Baklava ist das sehr, sehr wichtig, dass wenn Baklava warm ist, Zuckersirup kalt sein muss. Oder wenn Zuckersirup warm ist, muss Baklava kalt werden. Das heißt, ihr könnt das backen, einfach beiseite legen, abdecken und nach einer Woche den Zuckersirup darüber geben. In diesem Fall ist Baklava kalt und der Zuckersirup muss dann heiß sein. Also kein Kochen des Zuckersirups, sondern einfach so 10 Minuten warten und dann darüber geben. Dann wird das richtig knusprig. Wenn ihr das aber ein bisschen weich haben möchtet, dann kann Baklava warm sein und Zuckersirup auch. Das ist das Wichtigste, worauf ihr achten müsst. Ich habe dann reichlich Zuckersirup darüber gegeben und dann mit gemahlenen Pistazien dekoriert. Ich habe sie in kleine Stücke geschnitten und servierfertig sind die. Und die sind richtig schön knusprig geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.